Ach so, da bin ich wieder. Ich habe eine ganz kurze Pause gemacht. Und habe mir einen Kaffee gemacht. Kriegt vom Reh doch wirklich auch echt einen trockenen Mund. Alter Schlafsack. Ach, ein Jagdmesser brauche ich dafür, okay. Hier eine Dose Sardinen. Oder wo ist hier? Zeitungspapier. Ja, bisschen Holz. Oh, ein getragener Fleece-Pullover. Okay, Traumlimo, auch sehr gut. Hier war da noch was. Nix. Kissen brauche ich auch ein Jagdmesser für. Nix, nix, nix. Nix, nix. So. Müde. Ja, dann haben noch 11 Stunden Tageslicht, dann hauen wir uns mal. Keine Ahnung, 3 Stunden. Hauen wir uns mal 3 Stunden hin. Doppelt gemoppelt. 2 Tage überlebt schon. Darauf trinke ich. So, wie sieht's aus? Schläfrig, durstig und hungrig. Legen wir nochmal 2 Stunden nach. Aber immer noch 6 Stunden. Tageslicht über. Das geht. Durstig und hungrig. Das rohe Fleisch haue ich mir natürlich nicht im Schädel. Hundefutter ist auch die letzte. Geschmackloses Trockenfleisch. Hier, das schildert so ein bisschen beides. Ja, das ist ja auch ruckzuck leer. Würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Kleines Nickerchen gemacht. Ja, dass der Typ immer Mittagsschläfchen braucht, ist echt krass. Aber okay, man, bei solchen Temperaturen, das lernt man, wenn man viel Bear Grylls guckt. Bei solchen Temperaturen verbraucht man auch eine Menge Kalorien, weil der Körper halt auch die Wärme erhalten muss irgendwie. Dann wird man halt auch schneller müde. Boah, Sturmlaterne. Ja, ich habe ja schon eine. Bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht. Brandbeschleuniger. Sehr gut. Immer noch keine Puste. Okay, nochmal Brandbeschleuniger. Ach ja, ich habe. Der ist ja zweite schon. So. Was haben wir denn an? Abgenutzter Fleece-Pullover. Minus. Plus 0,3. Der hier ist heiler. Ziehen wir den an. Die anderen können wir ja noch zerhackstückeln. Das kann man nicht nehmen. Noch eine Traumlimo. Ein alter Metallkanister für Petroleum zum Befüllen von Öllampen. Zieht es mit meinem. Oh, viel Gewicht. That'll come in handy. Ah, abgenutzter dünner Wollpullover. Wo ist der denn hier? Ist der besser als der? Ja, der ist ein bisschen besser. Anziehen. Würde ich sagen. Eine Stunde nehmen wir uns eben, um den sofort zu reparieren hier. Ah, schon wieder durstig und hungrig. Ja, wie gesagt, wir müssen echt was tun, dass wir uns hier nicht den Arsch abfrieren. Und wir haben nur so eine dumme Weste. Wir müssten mal eine Jacke finden. Wie wär's denn mal damit? Da ist doch was. Wasserflasche. Oh, halber Liter Wasser ist da drin. Trinkbar. Sehr gut. Trinken haben wir jetzt erstmal. Essen haben wir auch. Und wir haben auch noch ein bisschen Tageslicht. Schauen wir uns ein bisschen noch um. Hoffentlich finden wir noch eine Großhütte. Wie gesagt, ich hätte echt gerne so einen Hochstand. Wie bei Firewatch, aber. Hier irgendwas. Kann ich hier Scheißhaus aufmachen? Was soll ich da drin noch finden? Mal ganz im Ernst, ne?
Socken. Noch mehr Kräutertee. Holz lasse ich mal liegen. Ich habe echt... Darf nicht so viel mitschleppen. In der Schublade haben wir nichts. Energieriegel. Oh, Verband, Limo. Alter Schlafsack. Brauche ich ein Messer. Messer für, Entschuldigung. Ach doch, ein dünner Wollpullover. Dosenöffner. Was wiegt der denn? Ja, nehmen wir mal zur Reserve, falls der andere kaputt geht. Dinger zerhackstückeln wir alle. Ach komm, hauen wir uns mal noch eben was zu futtern hier rein. Was muss denn weg? Ups. Guck mal, das sind nur noch 25%. Ich weiß gar nicht, wieso sowas schlecht werden kann, aber... Okay, das füllt auch das. Sehr gut. Und... Ja, komm. Ach, da hinten in der Kiste war doch noch. Ach, das war das Holz, genau. Und weiter geht's. Ja, wir werden immer besser ausgerüstet. Am Anfang war es ein bisschen haarig, weil wir fast verdurstet wären. Weil ich von Anfang an gewusst, dass man einfach hier so Schnee... ich wollte jetzt abkochen sagen, dass man Schnee tauen kann. Wären wir gar nicht in diese brenzliche Situation gekommen. Diese heikle Lage. Aber wie gesagt, ich hab das Spiel mal vor einem Jahr mal gesehen, wie das jemand gespielt hat. Und seitdem gibt es auch hier so viel Neues, dass ich da doch eher unvorbereitet hier in die ganze Nummer reingehe. Oh, ein Hirsch. Die werden mich ja wohl nicht angreifen, ne? Gehe ich mal nicht von aus. Nee, die hauen auch ab. Ja, schon wieder schläfrig. Okay, aber 4 Stunden hauen wir uns dann aufs Ohr. Wenn ich jetzt gleich eine Hütte finde, dann werde ich halt mich da hinsetzen, ein bisschen die Klamotten auseinandernehmen. Vielleicht Sachen, die ich anhab, reparieren. Stunde oder zwei ein Buch lesen, wenn ich die noch hab. Die Zeit. Und dann die Nacht durchschlafen. Na, da hinten ist doch... Da... Okay. Da sind die ersten Wölfe. Da stand doch Lager. Nein. Ah, hier kann ich die anzünden. Hau bloß ab! Fuck, ey. Warum haut er nicht ab? Okay, das hat ja schon mal super geklappt. Gut, dass ich das gelesen habe, dass das Ding hier Wölfe für Feier, also Tiere fährt. Boah, wie viel sind denn da? Ich hab Angst, dass das Ding gleich ausgeht. Wie lange brennt das denn, ey? Ah! Ich weiß, da lacht einer, aber ich wollte ihn jetzt nicht unbedingt looten. Oh, verpiss dich doch, ey. Wie lange brennt die Fackel? Hau ab! Okay. Bin gerade ein bisschen angespannt, aber ich glaube, der verfolgt mich nicht. Ich muss hier weg, ey. Und Ausdauer ist auch, lässt auch zu wünschen übrig. Heieiei, da kommst du in ein so ein Gebiet. Ach, hau ab, ey.
Ja, sofort. 5, 6 Wölfe. Das ist mega uncool. Ich höre das Knurren, ey. Ach. Ja, auf jeden Fall ist uns warm. Von der Fackel wahrscheinlich. Wer hier oben auf dem Berg ist, nix. Geh doch nicht wieder runter da. Wie lange brennt denn das Ding? Es brennt ganz schön lange. Hui, 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 hui. Okay, ich glaube, ich werde nicht mehr verfolgt. Und hier geht's nicht wieder, hier geht's nicht weiter hoch. Okay. Was? Leichte Prellung? Ich bin doch nur einen Zentimeter runtergefallen. Ist das dein Ernst? Ja, wie wär's denn mal, wenn du das Ding jetzt hier ausmachst? Keule. Liegt die jetzt da oben? Ich weiß es nicht. Wieso komme ich da jetzt nicht weiter hoch, ey? Boah, warum ist mir so warm? Noch etwa Fragezeichen Stunden Tageslicht über. Danke. Gefrorener Bach. Okay, ich hätte jetzt doch schon gerne mal wieder eine Hütte hier. Ach da, ach, ist das dein Ernst? Alter! Come on, oh, fuck! Geht's, ey, scheiße, ich dachte, ich kann mit der Fackel verscheuchen, ey. Oh, jetzt muss ich unbedingt irgendwie hier zurück. Ja. Ja, das hat jetzt kein gutes Ende genommen. Boah, ich sehe auch gar nichts hier. Das lief so gut, dann so schnell geht das. Oh. Eigentlich dürfen die mich doch gar nicht angreifen, wenn ich hier so eine 1000 Grad heiße Magnesiumfackel habe. Ich weiß gar nicht, die sind sehr heiß auf jeden Fall. Ja, die bei der Bundeswehr auch, die sind sehr heiß. Also wird mich da auch kein Tier angreifen. Ich brauche eine Hütte, ich muss mich verarzten, ich muss mich hinlegen. Oh, da kommt doch schon irgendwas. Oh, das ist so neblig auch hier, ich sehe gar nichts. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Echt null. Ausgelaugt. Scheiße. Ja, er ist okay. Was sind für komische Spitzen hier? Oh nein, ey. Ich
hatte gerade mit den Gedanken gespielt, mich hier mit dem Schlafsack hinzurollen, aber habe ich ja nur hier Menschen. Wie heißt das? Schlafrock. Können die mich sofort wegsnacken. Energie also auf 43%. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ah! Wo? Wo? Da. Kein Scheiß, Junge. Hau ab. Jagen Wölfe nicht auch im Rudel? Das wäre natürlich nicht so super. Ich laufe hier irgendwo durch die Pampa, wo gar nichts ist. Ja, ich glaube eher nicht. Er verfolgt mich ja. Ich würde mich ja gerne irgendwie schnell verbinden und hinlegen und alles, aber irgendwie haut das nicht hin. Hau ab, Junge. Ja, ich weiß. Ich weiß. Es tut mir leid. Also. I don't have much more in me. Ja, Mann. Guck mal, hier sind ein paar Hasen. Wo die? Davon abgesehen, dass mit der Fackel echt nervig ist. I'm not ready to die. Ja, ich. Wieso konnte ich ja den anderen gerade nicht so verscheuchen mit der Fackel? Warum hat er mich da angegriffen? Okay, der backt ein bisschen rum. Ah, das sind auch nur Holzstämme, ey. Ja, ich kann mich nicht mal verbinden, gar nichts. Das dauert 5 Minuten oder so und dann war es das. Wo ich ja überall nur dieses Gebelle. Hopp. Okay, ich glaube, die Fackel geht langsam aus. Hallo? Hallo? Er nimmt sie nicht, ey. Oh, fuck. Ja, das war auf jeden Fall der erste Versuch, ey. 11 Stunden draußen, 29 Stunden geschlafen. 13% der Welt erkundet. Ah, fuck, ich war am Ende... Ah, Mist. Nee, aber das war... Ja, ganz ehrlich, das war abzusehen, dass da nichts mehr geht, ey. Fuck. Oh, mir ist so warm. Es ist so warm hier. Ja gut, das war jetzt die erste Runde, The Long Dark. Boah, es ist schon cool. Man muss sich halt ein bisschen reinfuchsen, ne? Das mit den Schneeschmelzen und so, das war ein bisschen dämlich, aber bah, woher soll ich das wissen, ne? Na gut, ich würde mal sagen, das sind die Statistiken, Stunden wach. Achso, hier ist aktuell und gesamt, ja. Wie gesagt, erste Runde. Ist das alles gleich. Was hat man denn noch? Ja, Fleisch, Fisch, ich habe nichts gefangen. Ich wollte doch noch die Bücher lernen und alles sehen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich gehe zurück ins Menü und dann... Ich glaube, ich starte noch eine neue Runde. Dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut, bis gleich.